Einfach über Losgehen und Kassieren. Ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle. Das ist wie Monopoly spielen, meckern Kritiker. Viele dürften den Rest ihres Lebens in der Hängematte verbringen. Wer geht noch arbeiten, wenn das Geld auch ohne Job kommt? Überraschung. In einer kanadischen Stadt wurde das bedingungslose Grundeinkommen bereits 5 Jahre lang getestet. Das Ergebnis? Weniger Menschen wurden krank, Teenager schafften bessere Schulabschlüsse und ja, einige hörten auf zu arbeiten. Aber das waren gerade einmal 1% der Menschen. Geld ist für Menschen nicht der stärkste Antrieb, Leistung zu steigern. Das haben Studien bewiesen. Zum Beispiel die hier. In Israel sammeln 3 Schülergruppen Geld für einen guten Zweck. Die erste Gruppe spendet alles, die zweite darf 1% des Gesammelten behalten, die dritte 10%. Das meiste Geld sammelt Gruppe 1, also die, die gar nichts behalten durfte. Das Experiment zeigt, Menschen suchen bei der Arbeit vor allem nach Sinn und Anerkennung. Natürlich muss aber erst einmal genug Geld für Miete, Strom und Essen herausspringen. Genau das könnte ja ein staatliches Grundeinkommen leisten, sagen Anhänger. Es würde den Menschen die Angst vor Arbeitslosigkeit nehmen und sie einen Job suchen lassen, der ihnen wirklich Spaß macht. Klingt gut, ist aber unbezahlbar, sagen Kritiker. Mal angenommen, in Deutschland bekäme jeder Bürger ein Grundeinkommen von rund 1000 Euro. Es würde den Staat fast 1 Billion Euro kosten, rechnen Kritiker vor. Das ist so viel Geld, wie der Bund sonst in 3 Jahren ausgibt. Doch an anderer Stelle könnte ja auch gespart werden, denn Sozialausgaben wie Arbeitslosen- oder Kindergeld würden gestrichen. Und das kanadische Experiment hat ja gezeigt, dass auch Gesundheitsausgaben fallen. Befürworter des Grundeinkommens rechnen vor, 850 Milliarden Euro Sozialausgaben würden in Deutschland gespart. Das Grundeinkommen wäre also fast aufkommensneutral. Laut einer Umfrage würden in Europa 64% der Menschen sicher oder sehr wahrscheinlich für ein bedingungsloses Grundeinkommen stimmen.